Bildende Kunst ist weltumspannend. Einer Grazer Gruppe ist es gelungen, Künstler aus allen Kontinenten unter ein Dach zu bringen. Die Welt brennt und die Zukunft ist wahrlich noch ungewiss. Der Künstler aber ist im steten Bestreben für ein friedliches Zusammenleben, seine künstlerischen Ideen einzubringen. Viele Künstler haben sich in den letzten Monaten teilgenommen an dem Big Picture Project. Die Idee ist, einen Ist-Zustand unserer jetzigen Mensch, unserer jetzigen Welt zu zeigen durch die Augen der Künstler. Und ist wunderschön, farbig, voller Angst, voller Freude, voller Leben, voller Sorgen. Wie die Menschheit momentan ist. Wir leben in gefährlichen und interessanten Zeiten. Und diese Bilder zeigen diesen Durchschnitt oder diesen Blick durch die Augen der Menschen auf der Welt. Einige Künstler haben an diesem Abend ihre Exponate ausgestellt. Bemerkenswert auch Künstler aus unserer steirischen Region. Eine Künstlerin aus Leoben hat uns ihre Interpretationsansicht vermittelt. Diese Ausstellung hier in Graz bewegt Sie? Ja, das ist eine ganz tolle Ausstellung. Ich finde das Thema wunderbar und die Idee wunderbar. Deswegen war ich auch gleich begeistert und habe auch gleich mitgemacht. Und ich habe dann auch einen Workshop veranstaltet in Leoben, in meinem Atelier. Ich habe einen Künstler aus Graz, einen Afrikaner und einen aus dem Iran, einen Künstler eingeladen. Und wir haben gemeinsam zu dritt ein Bild gestaltet. Und ich finde, das Projekt wird immer größer, die Bilder werden immer toller und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert, ja. Durch ein vollbesetztes Auditorium entstanden viele neue Künstlerkontakte und ein reger Ideenaustausch. Sie kommen aus der Ukraine, einem Land, das gerade in den letzten Jahren nicht von Glück gesegnet war. Und Sie schauen sich diese Ausstellung an. Was ist der Grund, warum Sie sich diese Bilder anschauen? Grund, warum ich anschaue, ich glaube, die Kunst, es ist die beste Sache im Menschenleben und es immer bringt express your emotion, your feelings, makes you happy, makes your life colorful. So I just like it and my sister is painting, that's why I spend a lot of time with helping with this exhibition. I'm sorry, my German is still not enough good, so. Von wo kommen die Leute? Die kommen aus verschiedenen Ländern. Der erste Initiator war ich von dem Projekt mit einem guatemaltekischen Künstler namens Abraham Batzin. Und jetzt haben wir Bilder bekommen von Afrika, von Südamerika, von Irland, England, Russland, Georgien. Und jetzt kommen aus China, Frankreich. Die Idee ist, mindestens ein Künstler von jedem Land der Welt dabei zu sein. Und dann ist der Big Picture fertig. Wir haben angefangen erst vor 6 Monaten. Inzwischen haben wir über 33 Werke. Und da kommen ganz bekannte Leute und die wollen teilhaben an diesem Projekt. Weil es ist wirklich ein Ist-Zustand unserer menschlichen Dasein. Wir leben, wie ich gesagt habe, in Zeiten, die keiner weiß, was los ist. Die eine hat zu viel, die andere hat wenig. Die zwei Idioten wie Kim Jong-un und der amerikanische Präsident wollen uns alle vielleicht vernichten, wenn es so weitergeht. Aber die Menschheit soll diese Leute die Macht wegnehmen. Das Volk sind wir. Und es kommt durch die Augen dieser Künstler. Das ist nicht mein Präsident, das ist meine Welt. Der hat kein Recht, meine Welt für mich wegzunehmen. Und das ist, was diese Sachen sagt. Wir sollen mundiger werden und einfach unser eigenes Bewusstsein, dass wir das Volk sind und nicht der Politiker. Wenn man diese Ausstellung genauer betrachtet, dann kommt man zu einem Gedanken, nämlich das Auge nähert den Sinn. Vielen ist der Begriff Secondhand sicher bekannt. Die SPÖ-Frauen von Bruck an der Mur bieten ein reichhaltiges Sortiment an Kleidung, Technik und Literatur an. Zu bemerken ist vor allem, dass bei diesem Flohmarkt auch wirklich Qualität angeboten wird. Ja, also der Flohmarkt der Brucker SPÖ-Frauen ist ja schon eine jahrzehntelange Tradition. Wir
lassen ihn zweimal im Jahr stattfinden, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Das wissen die Leute schon, also die Brugger Bevölkerung bringt uns eigentlich die Sachen schon am Vormittag vorbei, Tage vorher vorbei, Wochen vorher vorbei, wenn sie daheim irgendwas wegtun. Also das ist schon recht bekannt und wir bekommen eigentlich alles, also von Kleidung über Geschirr, über Bücher, über Videokassetten, CDs, Stofftiere, Schuhe, also eigentlich alles, was man so braucht. Und die Leute, die das einkaufen, die wissen das auch. Also es steht in der Zeitung, dass wir diesen Flohmarkt stattfinden lassen und sie kommen einfach schon in der Früh, schon beim Ausräumen, merken wir schon, dass sie schauen, ob irgendwas dabei ist. Heute ist es eigentlich schon sehr gut gelaufen. Wir haben das ganze Geschirr schon fast verkauft. Wir haben heute tolle Schuhe gehabt, wie man auch hinten sehen kann. Ja, wir schauen natürlich, dass die Sachen in Ordnung sind, dass die schön sind. Ja, und die Einnahmen dafür verwenden wir für einen sozialen Zweck. Das heißt, wir veranstalten immer die Muttertagsfeier einmal im Jahr und machen den Bruckerinnen eine Freude. Die kommen hin und man bekommt sehr viel zurück. Die Interessenten finden viel Nostalgie und viel Aktuelles. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz aller Mitschaffenden. Meine Frauen arbeiten und auch ich im Team wirklich sehr gerne an dieser sozialen Sache, dass das auch wieder stattfinden kann. Und hier zeigt sich wieder einmal, dass der alte Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, Gültigkeit hat. Es läuft Ihnen eine schwarze Kratze von rechts nach links über den Weg. Ein zerbrochener Spiegel oder mit dem linken Fuß zuerst aufstehen. Das kann nichts Gutes bedeuten. Wir haben uns in Bruck umgesehen und gefragt, wieso mancher den Freitag, den 13. verbringt. Freitag, der 13. Glücks- oder Unglückstag? Ja, das ist más o menos auf Spanisch gesagt, mehr oder minder, weil historisch werden in Casinos in Las Vegas, die sind geschlossen auf einen Freitag, der auf einen 13. fällt. Aber ich selbst gebe dem nicht so eine große Bedeutung. Es gibt ja auch Fluggesellschaften, die 13. Reihe auslassen. Das kommt mir wieder davon, wo ist der Sitz 13, die Reihe 13. Wenn es ein Notausstieg ist, also würde ich ihn schon gern in Anspruch nehmen, diesen Sitz. Ein Glückstag ist das, der 13. oder Unglück. Ja? Ja. Sie haben noch nie Pech gehabt am 13. Nein, auf das habe ich nicht gedacht. Das Datum, ja, ist jeden Tag das Gleiche. Sind Sie abergläubisch? In dieser Richtung absolut nicht, nein. Und haben Sie immer Glück am Freitag, den 13. oder ist das zufällig? Ich habe sehr oft Glück, dass es ausgerechnet am 13. am Freitag, einem 13. passiert wäre, kann ich mich nicht erinnern. Manches. Sind fixiert drauf, gell? Nein, ich halte nicht viel davon. Nein. Gehen Sie außer Haus am Freitag und 13? Ja, natürlich, natürlich. Für mich ist es eine Glückszahl. Also ich bin zufrieden, ich wohne in der Hausnummer 13 und habe eigentlich an einem Freitag und am 13 noch nie ein Pech gehabt. Ich bin nicht abergläubisch.